Es sterben ja die meisten Menschen heutzutage im Krankenhaus und das ist ganz klar das, was sie eigentlich nicht wollen. Also 70% sterben im Krankenhaus, eigentlich wollen fast alle zu Hause sterben in einer gewohnten Umgebung. Und das ist eben aufgrund der Dynamik des Gesundheitssystems schwierig zu realisieren. Und das ist im Kern die Idee, dass wir also die Möglichkeit der Pflege, des Verbleibs in der Wohnung bis zum Lebensende ermöglichen und dabei natürlich trotz alledem die Behandlungsqualität so gut behalten, wie es im Krankenhaus eben sein könnte. Und die Innovation besteht ja im Wesentlichen darin, dass wir wirklich versuchen, für diese schwerkranken Menschen ein technisches, im Grunde Telemonitoring, telemedizinisches System zu entwickeln, was für die Patienten erlaubt, wirklich zu Hause zu bleiben. Es gibt zwei Teile erstmal ganz generell des Systems. Wir haben einmal den Teil, den wir in die häusliche Umgebung einbauen. Das sind verschiedene Komponenten. Das können einzelne Sensoren sein, die die Aktivität der Person zu Hause überwachen letztendlich. Das sind einzelne Sensoren, die auch die Körperfunktion überwachen, also zum Beispiel die Temperatur, die Sauerstoffsättigung des Patienten, die also wirklich wichtige medizinische Parameter sind, die auch in der Klinik für die Verlaufskontrolle wichtig sind. Und dann gibt es in der Johanniter Notfallzentrale einen anderen Bereich. Das ist so eine Art Managementsystem, wo die Johanniter sich angucken können, wie ist der Zustand des Patienten auf einen Blick, möglichst schnell. Und auf der Basis dieses Managementsystems auch schon erste Ideen entwickeln können, was sollte man in bestimmten Situationen überhaupt tun. Also oft ist es ja im Grunde nur eine einfache Kontaktaufnahme. Also ich müsste jetzt den Pflegedienst mal anrufen, ich müsste den Arzt anrufen, den um Rat fragen und vielleicht auch die Angehörigen informieren, dass sie bestimmte Dinge tun sollten jetzt. Und diese Managementfunktion wird von den Johannitern ausgeführt. Und das ist auch ganz wichtig, dass die diese Vernetzungsfunktion zwischen verschiedenen Leistungserbringern dann auch übernehmen. Das Arbeiten leichter macht das System durch die Unterstützung der Kommunikation zwischen den einzelnen Versorgern. Das heißt, dass der Pflegedienst weiß, was der Arzt gemacht hat, dass der Arzt weiß, was der SAPV-Dienst gemacht hat. Und einfach, dass das die Kommunikation, dass der Kommunikationsfluss da ist. Auf jeden Fall. Auf Wiedersehen. Es sind noch Fenster im Schlaf-Arbeitszimmer und Wohnzimmer geöffnet. Zum Schließen der Fenster drücken Sie bitte das Fenstersymbol. Alle Steckdosen und Lichter werden jetzt abgeschaltet. Ich wünsche einen angenehmen Tag. Es ist also ganz wichtig, dass wir auch im Feedback mit den Menschen herausgehört haben, die Fenster sollen nicht unbedingt automatisch geschlossen werden, sondern das möchte ich möglicherweise auch selber machen. Das kann ich automatisieren, aber diesen zusätzlichen Weg und die Verantwortlichkeit sollte eben schon bei Menschen bleiben. Auch dies ist etwas, was wir als Techniker natürlich immer erstmal sagen, automatisieren, aber im Feedback haben wir herausgefunden, dass das eigentlich gar nicht gewollt ist. Wir hoffen natürlich jetzt nach und nach, und da gibt es ja auch Folgeprojekte mit den Johannitern und mit der Firma Bosch zum Beispiel zusammen, dass wir die Technik jetzt auch nach und nach in die Produktreife überführen.